Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, stellen wir uns die Frage, Bürgerrechte verschweigen oder nennen? Diese Frage wird im Moment eifrigst diskutiert in der Politik über die ganze Schweiz hinweg, was eine Gemeindepolizei, Stadtpolizei machen soll, was eine Kantonspolizei machen soll, was vielleicht der Bund machen soll, vor allem bei Delikten und bei auch schweren Delikten. Soll man da das Bürgerrecht oder die Bürgerrechte der beteiligten Personen nennen? Das Gegenargument lautet, der Bürger ist zu blöd, um zwischen den Straftätern und allen ausländischen Mitbewohnern zu unterscheiden. Er wird einen Hass auf alle Ausländer entwickeln, wenn wir ihm sagen, dass ein Ausländer ein Delikt begangen hat. Das ist Quatsch. Unsere Bürger und Einwohner sind sehr wohl in der Lage zu unterscheiden. Und andererseits gibt es wirklich Zusammenhänge, sagen wir Tendenzen bei bestimmten Bevölkerungsteilen. Warum soll man diese verschweigen? Warum soll man verschweigen, dass bestimmte Delikte angestiegen sind im Zusammenhang mit bestimmten Aspekten der Migration? Sagen wir gerade häusliche schwere Gewalt, die sich auf die Einstellung gegenüber der Frau in anderen Kulturen und in anderen Religionen stützt. Das ist etwas, was wir wissen dürfen. Da kommt aber auch die andere Frage, soll man nur sagen, jemand ist Schweizer oder Ausländer, oder soll man, wenn jemand mehrere Bürgerrechte hat, das auch bezeichnen? Schweizer ist Schweizer. Wenn jemand Schweizer ist, dann ist er Schweizer, an sich egal, woher er kommt. Aber wenn jemand mehrere ausländische Bürgerrechte hat oder wenn jemand das schweizerische Bürgerrecht hat und ein ausländisches Bürgerrecht beibehalten hat, immer noch, obwohl er ja hier vollkommen integriert ist, was die Einbürgerung ja voraussetzt, dann spricht auch letztlich nichts dagegen, mehrere Bürgerrechte bekannt zu geben. Was wollen wir hier verheimlichen? Wir wollen den Betreffenden nicht aus der Schweiz rausschmeißen. Er ist Schweizer. Er oder sie. Und wir wollen nicht die Bürger gegen Personen mit sogenanntem Migrationshintergrund aufhetzen. Aber Tendenzen, Fakten, die bestehen auch in der Kriminalstatistik, müssen dem Bürger nicht verschwiegen werden. Der Bürger ist nicht so blöd, dass er meint, er müsse nun einen Hass entwickeln oder gar irgendwelche Ausländer kaputt machen, weil ein anderer Ausländer ein Delikt begangen hat. Offenheit ist wichtig bei der Information von Behörden gegenüber dem Bürger, und zu dieser Offenheit gehört auch die Information über Bürgerrechte. Ich danke euch fürs Zuhören.